In diesem Video zeigen wir euch, wie wir Auberginen bei uns anbauen. Wir starten mit dem Saatgut und sehen es in Aussaaterde aus. Das passiert bei uns schon so Januar, Februar, weil unser Ziel ist eine verfrühte Ernte. Wenn man kein Kunstlicht zur Verfügung hat, dann macht es Sinn, das ab März zu tun. Die Saattiefe ist ungefähr 1 cm und ihr habt gerade schon gesehen, dass die recht regelmäßig ausgesät werden. Das ist hinterher leichter beim Pikieren. Andrücken, angießen und dann zur Keimung werden die bei uns zu 25 Grad gestellt. Das realisieren wir zum einen mit so einem Mini-Gewächshaus, aber auch mit so einer Wärmeplatte. Sind die Pflanzen gekeimt, stellen wir die Aussaatschale etwas kühler bei 20 Grad, denn sonst werden die einfach zu lang und schmal, also die Pflanzen vergeilen sonst. Je nachdem, wie gut die Qualität des Saatguts ist, wie die Bedingungen sind und auch der Wärmeimpuls, dauert es so 1 bis 4 Wochen, bis die Saat dann gut aufgegangen ist, die Pflänzchen gekeimt sind. Jetzt wird pikiert. Wir pikieren die Pflanzen in 9x9x9 große Töpfchen und was wichtig ist, wir setzen sie tiefer und wir fassen sie nicht am Stängel an, sondern nur an den Blättern. Als Erde verwenden wir eine Halb-Halb-Erde, Halb-Anzuchterde und Halb-Komposterde. Wo man auch dran denken muss, ist natürlich das Angießen. Wichtig ist für unsere Auberginenpflänzchen jetzt, dass sie viel Licht bekommen und wenn sie weiter wachsen, stellen wir sie ungefähr bei 15 bis 18 Grad, also ein bisschen unter 20 Grad. Circa 12 Wochen nach der Aussaat, also bei uns jetzt hier Ende März, Anfang April, ist es Zeit, die Pflanzen abzuhärten. Wir schauen nach draußen, wie ist das Wetter und wenn es passt, dann kommen die Pflanzen entweder ins Gewächshaus oder eben direkt nach draußen. Wichtig ist, dass wir sie nicht direkt in die volle Sonne stellen, dann würden sie Sonnenbrand bekommen, sondern zu Beginn kommen sie an einen schattigen Platz, später auch an einen halbschattigen Platz und erst nach 1 bis 2 Wochen stellen wir sie in die volle Sonne. Wichtig ist natürlich, die auch nachts reinzustellen, denn so über 10 Grad brauchen die Pflanzen schon noch. Und ab Mitte Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind, dann dürfen unsere Melanzani, also unsere Auberginenpflanzen, dann ins geschützte Freiland umziehen. Wir hatten die Pflanzen auch schon im Gewächshaus und dort werden sie auch größer, haben bei uns aber weniger Ertrag gebracht. Und vor allen Dingen hatten wir auch Spinnmilben. Im Freiland hatten wir dieses Problem mit den Spinnmilben nicht. Wir setzen sie in Kübel, immer 2 Pflanzen zusammen, das ist ganz gut für den Ertrag. Ihr könnt natürlich auch eine Pflanze einfach nur hinstellen, dann dürfte der Ertrag aber ein bisschen geringer ausfallen. Wir bauen bei uns 6 Pflanzen an, das reicht für unsere Selbstversorgung das Jahr über ganz gut aus. Bei der Pflanzung im Mai kommen die Jungpflanzen in eine nährstoffreiche Erde und wir setzen sie wieder tiefer. Nun wird noch angegossen und die Oberfläche mulchen wir hier auch wieder mit Stroh, ihr könntet alternativ aber auch Grasschnitt verwenden. Weil wir Randaleamseln hier haben, verwenden wir noch Stöcke, die legen wir oben drauf, dann fällt der Strohmulch nicht auseinander. Und besonders schön ist gerade im Freiland die Bestäubung der Hummeln und Bienchen. Die mögen die Blüten der Auberginen besonders gerne. Und so schaut ein kleiner, frischer Fruchtansatz einer Melanzani aus. Falls ihr im weiteren Verlauf der Pflanzen beim Wachstum gelbe Blätter oder so seht, könnte das ein Hinweis auf einen Nährstoffmangel sein. Wenn wir das sehen, arbeiten wir mit einer Jauche, zum Beispiel einer Brennnessel oder einer Kohljauche oder eben mit einem Flüssigdünger. Was wir verwenden, haben wir in der Infobox für euch verlinkt. Um die Pflanze zu unterstützen, stellen wir noch Stöckchen rein und binden sie an. Dann steht sie einfach stabiler. So schauen die Pflanzen dann ungefähr im Juni aus und ab Ende Juli, Anfang August ist es dann Zeit für die ersten Ernten. Das ist so schön, so eine Freude, da lohnt sich der frühe Anbau dann doch wirklich. Im Gewächshaus haben wir hier einen ganz schön ordentlichen Spinnmilbenbefall. Das ist das erste Problem und das zweite Problem sind die Läuse. Wobei, bei den Läusen machen wir einfach nichts. Die Marienkäfer kommen von ganz alleine, haben einen wunderbaren Appetit und freuen sich dann, ja, richtig ans Essen zu kommen. In einem naturnahen Garten sind Marienkäfer eigentlich immer zuhauf vorhanden. Die Haupternte haben wir dann Mitte, Ende August und die zieht sich bei uns tatsächlich bis in den Oktober hinein. Die Pflanzen stehen bei uns im Freiland auch geschützt und ich denke, damit hängt es auch zusammen, dass wir so lange ernten können. Wenn ihr das Saatgut von den Auberginen nehmen möchtet, dann ist es ähnlich wie bei Gurken. Dann müssen die Früchte wirklich sehr überreif sein, dann ist es Zeit, Saatgut zu entnehmen. Zum Weiterschauen haben wir euch noch unser Video verlinkt, wo wir euch ja in der langen Version zeigen, wie wir Auberginen anbauen. Und außerdem unsere Playlist Grow Veggies, wo es ganz viele kurze, knackige Videos zum Thema Gemüseanbau gibt. Viel Spaß bei euch im Garten und bis zum nächsten Mal.